Sehr groß, extrem gut ablesbar, sehr, sehr gute Leuchtkraft, ein mattes Gehäuse und eine Uhr am Lederband. Das waren die klassischen Fliegeruhren und genau so sieht die Laco Friedrichshafen aus. Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast. Ja, Laco ist die Firma für mich, die immer für Fliegeruhren gestanden hat. Und ich muss jetzt mal wirklich sagen, an ganz, ganz viele andere Hersteller, Leute, nehmt euch mal ein Beispiel an Laco. So können Uhrenverpackungen aussehen. Eine ganz einfache Pappschachtel. Und da drin keine großartige Ansammlung von Müll, sondern ein Reiseetui. Zugegebenermaßen ein großes Reiseetui, aber nichts, was man anschließend im Schrank verstaut und wegwerfen muss, sondern wofür man tatsächlich später eine Verwendung hat. So verschickt Laco seine Uhren. Die Karten in der Hülle drin, das Ganze als Reiseetui. Wunderbar. Ich würde mir wünschen, dass alle Hersteller das so machen würden. Dann hätte ich viel mehr Platz im Schrank und viel weniger Müll. Ja, ihr habt es gesehen. Das war die Laco Friedrichshafen. Um die geht es heute. Ich freue mich irrsinnig, die Uhr vorstellen zu dürfen. Insbesondere, weil Laco den Kontakt zu mir aufgenommen hat in Form eines Kommentars unter einem Video. Und das hat mich sehr stolz gemacht und sehr gefreut. Dabei habt ihr mir geholfen, indem ihr kommentiert, indem ihr meinen Kanal abonniert und mich dadurch bekannter macht. Wenn ihr noch mehr so tolle Uhren sehen möchtet, dann abonniert gerne meinen Kanal, empfehlt mich weiter, schickt die Links an Freunde, Verwandte, Bekannte, Kollegen. Und je bekannter mein Kanal wird, umso mehr tolle Uhren kann ich euch vorstellen. Und jetzt zeige ich euch die Laco Friedrichshafen. Die Uhr hat einen Durchmesser von 45 Millimetern und das kann ich mir nicht mehr schönreden. Das ist an meinem Handgelenk schlicht und ergreifend zu groß. Ja, ich hatte es gerade erwähnt, 45 mm im Durchmesser. Der Horn-zu-Horn-Abstand beträgt 53,5 mm und damit ist die Uhr sehr, sehr groß, aber immer noch kleiner als die historischen Vorgaben, auf die ich später im Video noch einmal zurückkomme. Die Uhr wird angetrieben durch ein Laco 24. Das ist ein veredeltes ETA 2824.2 in der Elaboré-Version. Diese Uhr hier entspricht im äußeren Erscheinungsbild ziemlich genau dem Modell Dortmund. Allerdings ist diese Uhr hier von einem Automatikwerk angetrieben, wohingegen die Dortmund ein Handaufzugswerk hat. 45 mm. 53,5 mm, das hatte ich erwähnt. Die Höhe der Uhr beträgt 13 mm und die Anstoßbreite, der Abstand zwischen den beiden Hörnern, beträgt 22 mm. Die Uhr ist bis 5 bar oder 50 Meter wasserdicht und ist wegen der Größe keine leichte Uhr. Sie wiegt mit diesem Lederband 112,3 Gramm. Die Uhr hat ein leicht gewölbtes Saphirglas verbaut, welches innen entspiegelt ist. Das führt mich zu einem Punkt, den ich bei Laco gesehen habe und den, glaube ich, nicht jeder Hersteller so anbietet. Laco hat eine ganze Reihe von Möglichkeiten, die Uhr zu modifizieren. Gegen einen Aufpreis gibt es die beidseitige Entspiegelung. Ich finde das sehr schön, denn bei vielen Uhren lasse ich mir die äußere Entspiegelung entfernen. Hier ist sie von vornherein weg und lässt sich aber auf Wunsch hinzufügen. Ebenso lässt sich gegen Aufpreis das Werk, was hier in einer Elaboré-Version verbaut ist, gegen ein Top-Werk tauschen, sodass auch hier ein Aufwerten der Uhr möglich ist. Die Uhr lässt sich auch
auf Wunsch gravieren. Die ersten 15 Zeichen sind kostenlos und weitere Zeichen nur gegen Aufpreis. Die Zeiger sowie die Markierungen sind mit Super Luminova C3 belegt. Die Zeiger sind temperaturgebläut. Ich hoffe, man kann das hier im Video einigermaßen sehen. Die Schließe ist eine Dornschließe mit einem etwas breiteren Dorn. Finde ich sehr angenehm, dann leidet das Band nicht so. Und wie ihr sicherlich erkannt habt, ist das Ziffernblatt ein Baumustertyp B-Ziffernblatt. Auf der Uhr graviert ist die Nummer FL23883. FL23883 ist die Nummer, die vom Reichsluftfahrtministerium als Registriernummer für die in Auftrag gegebenen Fliegeruhren vergeben wurde. FL steht für Flug, die 23 steht für Navigation und 883 ist die Nummer der entsprechenden Spezifikation der Deutschen Versuchsanstalt für Luftfahrt, nach der diese Uhr spezifiziert wurde. LACO bezeichnet diese Serie als LACO Original, weil die Uhr sehr, sehr nah an den originalen Spezifikationen ist. Das Reichsluftfahrtministerium hatte diese Spezifikationen rausgegeben, um Anfang der 40er Jahre Uhren für die Navigatoren und Beobachter, nicht die Piloten, an Bord der Flugzeuge bauen zu lassen. Insgesamt 5 Firmen haben diese Ausschreibung gewonnen und durften die Uhren bauen. Das waren LACO, hier in meiner Hand, Lange und Söhne, Stowa, Wempe und IWC. Allen Uhren gemein waren unter anderem folgende Vorgaben. Ein Durchmesser von 55 mm, ja, den haben wir hier nicht, das sind nur 45, aber für mich immer noch zu groß. Die Uhren sollten kein Logo auf dem Ziffernblatt haben. Auf dem Ziffernblatt sollte nur das zu sehen sein, was für die Funktion unbedingt notwendig ist. Die Gravur FL23883 an der Seite sowie auf dem Boden. Die Bedeutung habe ich euch gerade eben erläutert. Die Uhren sollten eine große, griffige Krone haben, um auch mit Handschuhen bedienbar zu sein. Sie sollten einen Sekundenstopp haben, das beim Ziehen der Krone die Sekunde anhält, um die Uhr auch sekundengenau stellen zu können. Sie sollten sehr, sehr ganggenau sein und der Chronometer-Zertifizierung entsprechen und auch entsprechend getestet sein. Und es sollte ein langes Lederband montiert sein, damit die Uhr auch leicht über der Fliegermontur getragen werden kann, um in großen Höhen und entsprechender Kälte die Uhr problemlos und direkt ablesen zu können. Bis auf die Größe hat LACO mit dieser Uhr alle Anforderungen erfüllt und auch das dunkle, nicht reflektierende Gehäuse passt hervorragend in diesen Typ Uhr. So, hier haben wir die LACO Friedrichshafen einmal im Makro. Ihr könnt ganz schön die blauen Zeiger erkennen und auch wie genau der kleine Zeiger den inneren Stundenkreis trifft und der lange Minutenzeiger eine sehr genaue Ablesung der Minuten ermöglicht. Der Sekundenzeiger geht exakt bis auf die äußere Kreismarkierung und damit ein sehr langer Sekundenzeiger, der auch eine Sekundenablesung intuitiv und problemlos ermöglicht. Was mir beim Betrachten aufgefallen ist, ist eine interessante Form der Hörner. Bei der Draufsicht wirken die Hörner gerade, flach
und ein klein wenig kantig. Wenn man die Uhr aber dreht, dann sieht man, dass sich das Horn zum Gehäuse hin etwas verjüngt. Eine ungewöhnliche Form, das habe ich in der Art noch nicht bewusst gesehen. Na komm, kriege ich das irgendwie scharf? Mir gefällt das wirklich gut. Die Krone ist eine klassische Zwiebelkrone, groß und griffig, nicht verschraubt, nur zum Ziehen und Drücken. Ich habe lange mit Fliegeruhren grundsätzlich, na, gefremdelt ist nicht der richtige Ausdruck, aber sie waren nicht so richtig meins. Ich hatte immer, ohne es wirklich in Worte fassen zu können, den Eindruck, dass eine Fliegeruhr, die für den Krieg gebaut wurde und vom Reichsluftfahrtministerium im Auftrag gegeben wurde, nicht wirklich einen Weg in die moderne Zeit finden kann, und fand die Uhren zwar schön und gut gemacht, aber sie haben mich nicht angesprochen. Diese Uhr hat mich sofort angesprochen und ich war richtig begeistert von der Uhr, weil sie gar nicht versucht, den Spagat zwischen Vergangenheit und Gegenwart zu machen, sondern sich einfach 100% auf die Vergangenheit bezieht, mit dem sehr dunklen, gestrahlten Gehäuse einer entsprechenden Größe, kein Datum, kein Hersteller auf dem Ziffernblatt, eine absolute Reminiszenz an die historischen Uhren, und das hat mir an dieser Uhr ausgesprochen gut gefallen, und das ist so die erste Fliegeruhr, wo ich sage, dass sie mir absolut gut gefällt, mich richtig, richtig anspricht, auch wenn ich sie wahrscheinlich nicht kaufen und tragen werde, weil ich glaube, Fliegeruhren im klassischen Design generell nicht mein Ding sind. So ist diese Uhr doch wirklich eine Uhr, die für mich in sich komplett stimmig ist. So, und nun schauen wir uns die Uhr einmal nachts an. Die Leuchtkraft ist wirklich, wirklich sehr gut. Sie leuchtet sehr hell und auch im bewegten Bild kann man sehen, dass der Kontrast sehr gut ist, dass es ein wirklich schönes Bild ist, dass die innere Stundenmarkierung, der innere Stundenring mit kleinen Punkten versehen ist. Das gesamte Blatt leuchtet sehr hell. Und egal wie ich die Uhr drehe und wende, wenn ich sie kippe, von der Seite betrachte, das Blatt und die Zeit bleibt immer gut ablesbar. Es sei denn, ich drehe die Uhr komplett aus dem Blickfeld raus, dann sehe ich natürlich nichts mehr. Und das mag ich einfach an Fliegeruhren, dass die Zeit auch nachts sehr, sehr gut ablesbar ist. Diese Uhr, die Laco Friedrichshafen, kostet im Juni 2020 1.130 Euro, ebenso wie der mit einem Handaufzugswerk ausgestattete Bruder oder Schwester, die Laco Dortmund. Bis auf das Werk hat die Dortmund die gleichen Spezifikationen. Laco hat ein sehr, sehr breites Portfolio an Fliegeruhren in 39 mm, in 42 mm, in 45 mm, als Baumustertyp B, wie hier vorliegend, als Baumustertyp A ohne den inneren Stundenring, als Handaufzugswerk, als automatisches Werk. Ich blende euch jetzt einmal eine Übersicht ein, einfach nur um einen Eindruck zu geben, wie groß das Portfolio der Laco Fliegeruhren ist. Ein besonderes Schmankerl für mich ist, dass die Serie Laco Original bei vielen Modellen eine manuelle Modifikation anbietet, und ich blende euch das hier ein. Das sind die sogenannten Erbstücke. Da werden die Uhren per Hand gealtert. Das heißt, die Uhr an und für sich ist neu, das Werk ist neu, die Uhr ist in einem
neuen Zustand, nicht alt, nicht gebraucht, die Uhr hat nicht gelitten, aber sie sieht genauso aus, als wäre sie alt und hätte schon viel mitgemacht. Das kann man mögen, das muss man nicht mögen. Ich finde, diese Uhren haben einen besonderen Charme und wer so etwas mag und keine alte Uhr ergattern kann, ist hier ganz bestimmt sehr gut aufgehoben. Die Preise der normalen Laco Original bewegen sich von knapp 1.000 Euro bis knapp 2.000 Euro. Für die Erbstücke, die manuell nachbearbeiteten Uhren und manuell gealterten Uhren, muss man je nach Modell knapp 4.000 Euro auf den Tisch legen. Ja, vielen Dank, dass ihr reingeklickt habt. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Ich hoffe, euch hat das Video Spaß gemacht. Falls ja, lasst gerne ein Abo da, dann kann ich euch zukünftig noch mehr dieser Videos zeigen. Bis dahin, euer Axel.